Sacramento. And underneath, what a beautiful. Curry reversing, banks it. James on the drive. Here comes Rose, one man to beat. It's Schroeder, gets in front of him. Oh, what a play. So, moin Sportsfreunde. Ich habe es ja versprochen, dass ungefähr wöchentlich, wenn ich schaffe, bringe ich ein paar Tipps raus. Und jetzt bringe ich ein kleines Mini-Tutorial zum Thema Reverse Layup. Eigentlich super einfach, super viele von euch werden ihn auch benutzen. Und bei super vielen von euch wird es kleine Fehler geben. Wenn man die behebt, ist das Ganze viel effektiver. Deswegen schaut mal her, benutzt die Tipps, die ich euch gebe, wenn ihr wollt. Und dann seht ihr auch, was das Problem ist und was ihr anders machen könnt. Und dann ist all good. Also, let's go. So, das allererste, was es zu sagen gibt, ist, wenn ihr zum Korb geht, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal von an, ich erkläre für Rechtshänder, aber die meisten sind Rechtshänder, ist für Linkshänder dasselbe, von der anderen Seite eventuell egal, aber wenn ihr zum Korb geht und ihr wollt einen Reverse Layup machen, dann habt ihr schon das erste falsch gemacht, weil der Reverse Layup ist nur, das ist ein Notausstieg, das müsst ihr nicht machen. Wenn ihr hier diesen Weg zum Korb geht und ihr habt euren Verteidiger geschlagen, okay, gerade mal im 1 gegen 1 zum Beispiel, dann geht bitte auf der linken Seite hoch und macht mit der linken Hand einen Korbleger. Dann habt ihr viel weniger Probleme. Ihr geht einfach vorbei, Gegenspieler ist weg, zack, zack, und macht mit links den Korbleger. Macht nicht, taucht nicht drunter durch und macht es mit rechts. Glaubt mir, das ist unnötig, das braucht ihr nicht. So, wann braucht ihr diesen Move? Also, wenn ihr zum Korb geht, von mir aus auch wieder bei links, und euer Gegenspieler ist noch da. Also ihr seid, ich sage mal, ihr seid hier ungefähr angekommen, wollt hoch und merkt, dass der Gegenspieler hier ist und versucht euch zu blocken. Das ist der Moment, wo ihr quasi merkt, okay, das wird nichts. Runter geht, einfach weiter fliegt und auf der anderen Seite das Ding reinwerft. Okay, das ist aber wichtig, ihr beachtet das. Wenn ihr das nämlich einfach so macht und der Gegenspieler ist hier und ihr geht schon von vorne rein mit so einem ausgestreckten Arm, geht ihr schon so unter dem Korb durch, ihr lauft quasi so hier lang, dann haut er einfach auf den Ball, dann ist er weg. Weil er steht ja immer, er ist ja immer noch hinter uns. Das heißt, wenn ihr den Ball hier so raus seid, weil ihr unbedingt drunter durch wollt, dann wird er kommen, auf den Ball hauen, dann hat sich der Move für euch erledigt. Das heißt, ihr macht das, das erste ist, ihr täuscht auf dieser Seite, auf links, guckt, ob er reagiert, weil wenn er nicht reagiert, macht ihr den Korbleger. Wenn er reagiert und springt, taucht ihr drunter durch und wenn ihr euch verschätzt habt, und sagt, okay, er hat nicht reagiert, er geht immer noch mit, dann achtet darauf, dass ihr nicht so ausholt, um den zu werfen, sondern dass ihr den Ball mit eurem Körper schützt. Die Verteidigung ist an eurem Rücken, sozusagen. Ihr springt vorbei und habt die Verteidigung hinter euch und versucht, den vor euch wieder hochzulegen. Nicht so krass an der Seite, sondern wenn es geht, vor euch. Weil da kommt die Verteidigung dann nicht ran. An der Seite, kein Problem. Vor euch, da muss er über euch rüber. Das ist echt schwierig. Das heißt, das ist vom Prinzip her schon alles. Übt den von beiden Seiten, kein Problem. Ob ihr da noch ein bisschen Zauberkunst mit einbaut, ist euch überlassen. Aber achtet, wie gesagt, auf diese Sachen. Macht ihn nur, wenn er notwendig ist. Schützt den Ball mit eurem Rücken, sozusagen. Und wenn ihr könnt, baut halt den Fake mit ein. Dass ihr wirklich auf der einen Seite hochgeht, ihn dann wieder runternehmt, und dann auf der anderen Seite hochbringen. Das ist alles, was für den Reverse Layup wichtig ist. Wenn ihr das einbaut, dann sieht es aus wie bei Derrick Rose und Co., was ich hier gerade eben hier eingeschnitten hatte. Und dann ist der Move auch effektiv. Also geht nicht einfach nur auf Teufel komm raus auf den Reverse Layup, weil ihr unbedingt auf der anderen Seite ablegen wollt, weil ihr mit rechts stärker seid, sondern macht es nur, wenn es notwendig ist und dann ist es auch richtig gut. So, das war's von mir.